Liebe Freunde, liebe Partner, liebe Vereinsmitglieder, ich hoffe, ihr alle seid gut und gesund durch die Feiertage und in das neue Jahr gekommen. 2020 liegt hinter uns und man hat den Eindruck, dass niemand diesem Jahr eine Träne nachweint. Auch für unseren Verein war es ein Jahr, in dem viele Vorhaben ausfallen mussten oder verschoben worden sind. Kontaktbeschränkungen und Grenzschließungen sind natürlich ein Problem für einen Verein, der sich die Pflege von Kontakten und die Überwindung von Grenzen auf die Fahnen geschrieben hat. Trotzdem war 2020 für uns kein verlorenes Jahr. Auch im letzten Jahr war unser Verein aktiv und erfolgreich. Für die leider nur wenigen Mitglieder, die sich gleich zum Jahresbeginn zu einer Reise nach Hamburg entschließen konnten, ergab sich die Gelegenheit, nicht nur eines der berühmtesten Konzerthäuser der Welt kennenzulernen, sondern auch ein besonderes Kammerkonzert von internationalem Rang in der Elbphilharmonie zu erleben. Das Confero Piano Quartett um den Trakaier Violinisten Algirdas Schochas brachte uns einen besonderen Kulturgenuss aus unserer zukünftigen Partnerstadt, die 2020 den Titel der Kulturhauptstadt Litauens führen durfte. Darüber hinaus konnten wir uns über ein Wiedersehen mit der Trakaier Landrätin Edita Odejene und anderen Bekannten aus Trakai freuen. Im Februar konnten wir eine Delegation aus Trakai dann auch in Schönebeck begrüßen und den Gästen nicht nur beim Ball der Kammerphilharmonie und beim Rosenmontag in Ranis unsere Kultur näher bringen, sondern auch die Verhandlungen zum Partnerschaftsvertrag zwischen Schönebeck und Trakai abschließen. Mitten im ersten Lockdown konnten wir Anfang Mai mit unserer Flaggenaktion mit Unterstützung von Nachtwächter Jeff Lammel und Saxophonist Rainer Schulz den Kontakt zu den Freunden und Partnern zumindest virtuell herstellen und gleichzeitig den Schönebecker Bürgern etwas Hoffnung vermitteln und auf die Arbeit unseres Vereins hinweisen. Der Termin zur Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrages mit Trakai musste leider in dieses Jahr verschoben werden. Sowohl der Stadtrat von Schönebeck als auch der Kreistag von Trakai haben jedoch 2020 beschlossen, der Partnerschaft zuzustimmen. Die geplante Reise nach Hérouville-St. Clair in die Partnerstadt Garbsens musste leider verschoben werden. Aktuell steht jedoch die Einladung für den Mai dieses Jahres. Ausgefallen ist auch der Besuch unserer amerikanischen Gäste aus Farmers Branch anlässlich des 25. Jubiläums unserer Freundschaft und die Feierlichkeiten zum 30. Jubiläum der Partnerschaft mit Garbsen. Wir hoffen, diese Anlässe in diesem Jahr gebührend würdigen zu können. Verschoben werden musste auch unser geplanter internationaler Jugendaustausch. Hinter den Kulissen haben wir jedoch intensiv weiter an der Planung und Vorbereitung gearbeitet. Wir gehen davon aus, dass eine Durchführung im August dieses Jahres und dann mit einem umso besseren Programm möglich sein wird. Im September konnten wir einen Betrag in Höhe von insgesamt 2.500 Euro sammeln, um unseren Partnern in Sölke zu helfen, auf deren Stadtgebiet ein großer Waldbrand wütete und viele Hektar Wald vernichtete. Die Summe konnte mit Hilfe der Bürgerstiftung Salzland, Region Schönebeck und der Stadtwerke aufgebracht werden. Den weitaus größten Anteil aber hatten die Vereinsmitglieder und andere private Spender. Diese Aktion fand nicht nur in Schönebeck ein breites Echo, sondern wurde auch in der Türkei überregional mit großer Dankbarkeit wahrgenommen. Auch für unseren Verein ergab sich dadurch neue wertvolle Kontakte, zum Beispiel zur Generalkonsulin der Republik Türkei in Hannover und zur Presse in Sölke. Ausgefallen
ist der Schönebecker Dreibrückenlauf, worüber auch die Sportler aus Trakai sehr traurig waren, die gerne wieder nach Schönebeck gekommen wären. Wir wollen sie in diesem Jahr auf jeden Fall wieder einladen und ich persönlich würde mich sehr freuen, wenn wir auch eine Teilnahme Schönebecker Sportler am Trakaier Halbmarathon organisieren könnten. Gefreut haben wir uns, dass trotz aller Schwierigkeiten der Kontakt in die Partnerstädte nicht abgebrochen ist und dass wir über Internet und soziale Netzwerke mit den Partnern und vielen Bürgern der Partner- und Freundesstädte in Kontakt stehen können. Durch unsere regelmäßigen Stammtische, soweit das möglich war, konnten wir auch das Vereinsleben aufrechterhalten und in diesem Jahr viele neue Mitglieder gewinnen. Wir freuen uns auch weiterhin über engagierte Mitstreiter und Teilnehmer an unseren Projekten. Die vielen Hindernisse 2020 haben dazu geführt, dass unser Terminplan für 2021 umso mehr gefüllt ist. Reisen nach Frankreich, nach Trakai zum Stadtfest und zur Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrages sowie die Begrüßung von Gästen aus Farmers Branch, Garbsen, Sölke und die Durchführung des Jugendaustausches stehen auf dem Programm. Euch und uns wünsche ich, dass wir gut durch das neue Jahr kommen, unsere Pläne verwirklichen können und alle gesund bleiben. Ich wünsche euch allen ein gutes, besseres neues Jahr 2021.